zu einem neuen Video auf diesem Channel. Heute geht es ein bisschen um die Running Tasks. Wir hatten das beim letzten Mal den Delay Task und heute möchte ich den Running Task vorstellen. Dazu werden wir heute uns einen kleinen Auto Messenger programmieren, der in einem bestimmten Zeitraum immer wieder Messages postet. Ja, und das Ganze ist nicht kompliziert. Ja, von daher fangen wir einfach mal direkt an. Also wir haben hier unsere Plugin-Utils und ich denke, da machen wir uns einfach unsere Methode rein. In diesem Fall nämlich einmal public static void auto-messenger. So, die machen wir. So sieht das scheiße aus. So, auto-messenger. So, ich glaube, ich muss mein Mikrofon ein bisschen näher ranholen. So besser? Ich glaube schon. Mal testen? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass es so besser ist. Aber nee, doch nicht perfekt. Mit der Aufnahme ist nochmal nachgeprüft werden. So, jetzt aber. So, wir haben den Auto-Messenger und wir machen das jetzt mal ein bisschen statisch. Also das heißt, die Auto-Messenger sind in diesem Fall fest. Du kannst auch machen, dass man die später fest einprogrammiert. So, hier machen wir einfach Messages. So, und das sind Strings. Oh, es ist ein String, um genau zu sein, der hier reingespeichert wird. So, und jetzt können wir einfach Messages.add und den nennen wir jetzt zum Beispiel mal auf unserem TeamSpeak 18.de, ne? Also einfach jetzt mal solche Messages hinzufügen. Suche doch auch unsere Webseite. Ich mache halt Website. Du benötigst Support. Dann schreibe und eine Mail an support@yellowphoenix18.de. So, das ist jetzt relativ simpel hier aufgebaut. Das sind jetzt einfach die Messages, die wir machen. Und dann machen wir hier uns einen Running Task. Man kann es auch so machen, dass man die auch wieder stoppt, indem man davor eine Int setzt. Ich demonstriere es ganz kurz, das werden wir aber gleich nicht gebrauchen. Also machen wir hier einmal public static. Static int cancel task. So, dann kann man hier in diesem Fall machen cancel und natürlich task gleich bucket und get scheduler. Das gleiche gilt auch für delay task etc. Punkt schedule sync repeating task. So, hier ist es halt am relevantesten, weil der Repeating Task würde sich die ganze Zeit wiederholen und wenn man ihn dann wirklich stoppen will, muss man ihn halt so stoppen. So, dann in diesem Fall Tutorial.m für unsere Main-Klasse. Dann New Runnable. So. Und jetzt kommen halt die wichtigeren Sachen so. Jetzt sind hier nämlich noch zwei Argumente, das sind zwei Ints. Der erste Int ist dafür da, wann soll er es das erste Mal machen? Nach wie viel Ticks? Wir sagen jetzt mal das erste Mal nach 20 Ticks. Und ab dann immer in einem Abstand, sagen wir mal 10 Sekunden, wir können es einfach mal hier auch berechnend reinsetzen. Also 10 mal 20 wären jetzt zum Beispiel im Fall 10 Sekunden. Ich sag mal so alle 20 Sekunden, das ist eine ganz schöne Geschichte. So, und jetzt können wir auch einfach bucket.getScheduler machen. Cancel Task. Und da gibt ihr dann den Cancel Task ein und damit wird dieser Task hier abgebrochen. Ist in diesem Fall nicht relevant für uns, deswegen schmeiße ich das auch wieder raus. Aber die Methode, nur dass ihr wisst, es gibt diese Methode, damit könnt ihr auch den Task abbrechen. So, und jetzt machen wir hier einfach ein Random. Random RND gleich New Random. Mit Random haben wir glaube ich noch nicht gearbeitet, also Random ist halt, ja grundsätzlich müsst ihr das erstmal so aufbauen. So, und da wir jetzt ein Random aus den Messages haben wollen, machen wir in diesem Fall int message-count gleich rnd.nextInt
Und dann in diesem Fall Messages.size. Warum Messages.size? Messages.size bedeutet die Messages, wie viele Inhalte sind da drin. So, dann sucht er eine Zahl aus dieser Länge der Inhalte sozusagen, also aus dem Count, der von den Inhalten gezählt wurde. Und das ist dann der Message Count. Und dann können wir einfach machen String MSB gleich Messages.get und dann den Int-Index und das ist in diesem Fall unser Message Count. So, und damit haben wir unsere Message. Das ist eine von den dreien, die er dann nimmt. Und dann machen wir Bucket.BroadcastMessage. Das habe ich nämlich auch noch nicht gebracht. BroadcastMessage, damit könnt ihr über den kompletten Server eine Nachricht senden. So, und da senden wir jetzt einfach in diesem Fall einen Präfix. Den setzen wir oben fest. Das mache ich hier oben. Public Static String MSG-Präfix gleich. So, und das machen wir mal ein bisschen schöner. Hier Paragraph 7. Hier kommt gleich was rein. Paragraph 6. Paragraph 7. Ja, ich komme mal zu. So, und da gehen wir jetzt einfach mal auf die auf meine Sonderzeichen-Seite, die ich immer nutze. Dieses hier Weblog Deluxe. Die haben es eigentlich ganz gut aufgestaffelt. Ich werde es unten auch noch verlinken. Dann könnt ihr nämlich hier ganz schön was raussuchen, was euch gefällt. Und ich nehme jetzt hier einfach den schönen Stern raus. Ich finde die ganz klasse. So, ihr werdet auch gleich murren, dass wir es als UTF-8 speichern sollen, aber das ist nicht das Problem. Hier machen wir dann einfach msg.prefix plus und dann einfach msg. Der msg-Präfix müsste aber hier noch einen Leerzeichen haben, damit das schönen Abstand hat. So, und damit hätten wir jetzt schon mal das Ganze fertig. Jetzt müssen wir, genau, jetzt kommt UTF-8. Jetzt müssen wir noch den Auto-Messenger, den wollen wir auch noch ausführen. Deswegen machen wir die beim Setup. Die Methode führen wir beim onEnable aus. Das heißt, vom onEnable-Teil führen wir dann den Auto-Messenger aus. So, und das Ganze, wir müssen jetzt in diesem Fall kein Comment oder keinen Listener einbauen, können wir einfach direkt exportieren. So, dann führen wir mal wieder auf vom Chaos Desktop das Ganze aus. Wenn ich es wieder finden würde, ja. Dann führen wir das aus. Der Server startet. Wir gucken jetzt gleich, ob es irgendeinen Fehler gibt. So, da lädt die erste Welt und es gibt keinen Fehler aktuell. Und da kam schon die erste Nachricht, aber ich habe nichts gezeigt. So, da gehen wir drauf. So, ich bin jetzt also im Spiel drin. Warten wir ein bisschen. Und gleich sollte immer ein Random Message gepostet werden, alle 20 Sekunden. Ah, kommen wir doch auf unseren Teamspeak. ts.yellowfox18.de. So, jetzt gleich müssen wir 20 Sekunden warten, das wäre jetzt... Ah, okay, in ungefähr, wie mal da um 15 Sekunden noch. Mit dieser Warterei. Ja, und so könnt ihr dann Auto-Messenger machen. Genau, du benötigst Support, dann schreibe uns eine Mail an support@yellowfix18.de. Ja, und so einfach könnt ihr euch einen eigenen Auto-Messenger machen. Klar, das Ganze könnt ihr jetzt noch mit der Config verbinden. Dazu habe ich ja ein Config-Tutorial schon mal gemacht. Ja, da könnt ihr mal ein bisschen noch rumexperimentieren. Ich wollte aber jetzt erstmal nur einfach den Auto-Messenger anhand des Running-Tasks darstellen, weil der Running-Task natürlich auch noch wichtig ist. Und guck mal, jetzt kommen hier die ganze Zeit Nachrichten. Besuche doch auch unsere Webseite. Ja, ihr seht, das funktioniert einwandfrei. Und von daher bedanke ich mich wieder mal fürs Zusehen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.